Greifswald TV. Besser lokal informiert. Polly Faber. Ein Verein, der nicht nur selbst künstlerisch tätig ist, sondern auch anderen hilft, ihre kreative Ader zu entdecken und diese auszuschöpfen. Gegründet wurde die Gruppe um Lars Fritsche im Juni 2011 von den Organisatoren der größten Schau junger Kunst in MV, der Insomnale. Dabei stand ein simpler Gedanke im Vordergrund. Zum einen ist Polly Faber erstmal eine Idee. Die Idee, hier in Greifswald einen Ort zu schaffen, wo Künstler, auch Kunstinteressierte zusammenkommen und sich austauschen und gemeinsam Kunst schaffen vor allen Dingen. Daneben ist Polly Faber auch so ein bisschen der Ort hier in der Bahnhofstraße. Und zum Schluss ist Polly Faber natürlich auch der Verein, der sozusagen die Idee, die dahinter steht, möglich macht. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Insomnale und der Gründung des Vereins begannen die Mitglieder, ihre Idee in die Tat umzusetzen. Vorrangiges Ziel, Kunstschaffende bei der Produktion und Ausstellung von eigenen Werken zu unterstützen. Dabei hört die Arbeit nie auf, denn in den riesigen Hallen in der Bahnhofstraße 44 gibt es für die Kunststudenten immer etwas zu tun. Das ist ja ungefähr, glaube ich, 300, 400 Quadratmeter Platz, wo man sich auf jeden Fall austoben kann, wo man Ideen umsetzen kann, die man vielleicht zu Hause nicht mal. Also es fängt an beim, weiß nicht mal, sein Fahrrad neu lackieren, bis hin zu irgendwie großen Installationen oder Auftritten, die man so vielleicht auch hier in Greifswald nicht machen kann. Man bekanntlich hat ja Greifswald gerade für den kulturellen Bereich ein Problem, Räume zu finden oder Räume zu schaffen, wo Künstler sich hinsetzen können, wo Künstler gemeinsam irgendwie Projekte an den Start bringen. Polly Faber hat sich seit dem Einzug in die Hallen ihren eigenen Mikrokosmos geschaffen, den auch angemeldete Künstler für ihre kreativen Tätigkeiten nutzen können. Dabei ist neben der persönlichen Arbeit auch der Austausch untereinander sehr wichtig. Ich bin gewöhnt, so allein in Werkstatt zu arbeiten und hier auf einmal kommen junge Leute vorbei und manchmal wir zusammenarbeiten, hinsetzen, wenn schönes Wetter draußen und das irgendwie. Gibt es so irgendwelche Unterstützung, so gegenseitig ist so sehr wichtig manchmal, so mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und irgendwie, das ist sehr positiv, so für mich als Künstler, solche Erfahrungen. In den Hallen wird fast täglich gewerkelt und experimentiert. Es entstehen immer wieder neue Kunstwerke, jedes ein Einzelstück. Zudem werden gemeinsame Projekte geplant. Darunter auch exotische Sachen wie ein Remake der altbekannten Kuppelshow Herzblatt, welche im Rahmen der 9. Greifswalder Kulturnacht ausgerichtet wurde. Tausende Menschen, so viele Gesichter in dieser Stadt mit so vielen. Ob Lesungen, Ausstellungen oder Theatervorstellungen. Der Greifswalder Kunstverein Polly Faber organisiert rund um die Uhr. Auch jetzt stehen schon weitere Projekte in den Startlöchern, die verwirklicht werden wollen. Es ist ja auch so, dass nicht alle Projekte nur von uns selber kommen, sondern dass wir auch viel mit anderen Vereinen, Menschen kooperieren wollen. Darüber hinaus wollen wir selber natürlich, weil wir ja auch zum großen Teil alle Künstler sind, hier gerne die Räumlichkeiten nutzen und uns darstellen mit einer Werkschau. Dann haben wir ja auch noch Mieter hier und die ganze Zeit kommen ständig irgendwie Anfragen, ob man hier nicht noch
Projekte realisieren kann. Und wir versuchen es natürlich so weit wie möglich sozusagen herzurichten, dass das alles stattfinden kann. Aber da muss auch noch ein bisschen Arbeit geleistet werden. Die Mitglieder erledigen dabei alles, vom Verwalten der Räume bis zum Organisieren der Veranstaltungen in ihrer Freizeit. Damit unterstützen sie nicht nur andere Künstler, sondern bilden sich auch selbst weiter. Sie leisten mehr als einige Manager und verlangen dafür nicht einmal eine Gegenleistung. All das macht Polly Faber aus und spiegelt sich auch teilweise im Namen wider. Faber ist die Anlehnung an das Buch Homo Faber, der künstlerisch-handwerklich tätige Mensch. Und Polly, also wir haben, als wir nach dem Namen gesucht haben, nach etwas Weiblichem gesucht, weil oft werden in der Kunst ja auch irgendwie das Weibliche eher betont als das Männliche. Und wir haben etwas gebraucht, was schön klingt. Polly klingt auf jeden Fall schön. Und wir haben was gesucht, was vielleicht so was Naives darstellt. Also weil wir haben ja den Verein selber gegründet und versuchen sozusagen so viele Hürden wie möglich selber zu nehmen und uns selber auch irgendwie autodidaktisch weiterzuentwickeln. Und deswegen haben wir halt so einen Namen gebraucht, der sozusagen nicht nur die Schaffenskraft darstellt, sondern auch so ein bisschen was Kindliches, Verspieltes mit rein. Polly Faber, ein Verein, der nicht nur selbst künstlerisch tätig ist, sondern auch anderen hilft, ihre kreative Ader zu entdecken und diese auszuschöpfen.